Willkommen zu einem neuen Video zum Thema Germany's Next Topmodel 2023. Wir sind bei Folge 13 angekommen und ja, was soll ich sagen? Nachdem ich in der letzten Folge nicht so begeistert von der Folge war, muss ich sagen, dass es mir dieses Mal sehr, 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 sehr gut gefallen hat. Und das hat ganz viele verschiedene Gründe. Ich finde, es war irgendwie alles rund. Und warum ich tatsächlich sehr begeistert von dieser Folge bin, das erfahrt ihr in diesem Video. Meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Können wir es glauben? Folge 13 von Germany's Next Topmodel. Und ich denke mir noch irgendwie so, okay, 14, 15, 16, 17, 18, noch 5 Mal werden wir uns hier an dieser Stelle treffen. Jedenfalls zum Thema Germany's Next Topmodel. Deswegen freue ich mich auch an diesem Abend, dass ihr wieder hier am Start seid, an meiner Seite. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das, was ich in der Vorschau der letzten Folge gesehen habe, dann tatsächlich auch eingetreten ist. Also, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, dann dürfte euch ja nicht entgangen sein, dass ich gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass diese Folge mir sehr gut gefallen könnte. Und so war es letztendlich auch, ja. Geschmäcker sind einfach verschieden. Ich finde, diese Folge hatte meiner Meinung nach alles, was ich brauche. Und das war ein tolles Shooting, ein Walk, der trotzdem irgendwie klassisch war, aber irgendwie auch eine Herausforderung war, ja. Und ja, einfach ganz viele andere coole Aspekte. Wir fangen aber mal von vorne an, liebe Freunde. Ich bin sehr gespannt, wie ihr die einzelnen Situationen einschätzt, die ich hier besprechen werde. Also generell habe ich jetzt schon immer geliebt, wenn Familie, Freunde, Eltern, wer auch immer zu Besuch war. Das war wirklich immer auch schon in der Vergangenheit ein Aspekt, den ich geliebt habe, weil ich einfach ein Fan davon bin, wenn man eine private Connection zu den Leuten bekommt. Und das ist zum Beispiel in den Bachelor-Formaten immer so, wenn man diese Home-Dates hat. Und das ist bei Germany's Next Topmodel natürlich so, wenn die Familie zu Besuch kommt, ja. Und das ist ja in den letzten Jahren nicht so wirklich möglich gewesen. Ich will nicht wieder in die Vergangenheit gehen. Ihr wisst, warum das nicht ging. Jetzt ist es endlich wieder soweit. Und das hat mich natürlich total gefreut. Und ich fand es irgendwie mega spannend, einfach so diese Menschen zu sehen, die für die Kandidatinnen eine große Bedeutung haben. Und man auch einfach sieht, wie emotional sie werden. Und ich finde, man bekommt dadurch noch ein anderes Bild. Man lernt die Kandidatinnen ganz anders kennen, ja. Die werden einfach noch ein bisschen persönlich. Man kriegt viele private Einblicke, wie sie im Umgang miteinander sind. Ich meine, bei den einen ist es natürlich eine Freundin, bei der anderen Kandidatin als Beispiel eine Mutter, bei Mirella zum Beispiel. Oder dann die Boyfriends, was natürlich mit am interessantesten ist. Ich sage nur so zum Beispiel bei Anna Maria, ja, und ihrem Jeffrey, die für mich übrigens das absolute Traumpaar sind. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Ich finde, die sind so schön miteinander. Also nicht nur liebevoll, sondern auch optisch, wo ich so sage, oh mein Gott, sind die ein schönes Paar. Wir fangen aber mal mit der Folge an, und zwar von Anfang an. Also, endlich wieder ein Fotoshooting mit unserem Lieblingsfotografen Yu Tsai. Und ich finde ehrlich gesagt, dass er in dieser Folge eigentlich sehr nett war. Ja, das ist ja ein Fotograf, der immer polarisiert und in der Vergangenheit auch für viele Schlagzeilen gesorgt hat. Und ich fand diese Shooting-Idee eigentlich ganz cool. Also die Idee war ja, in einem Loft zu shooten, in einem so Art Penthouse in L.A. und einfach so dieses Rich Girl darzustellen mit, keine Ahnung, Lockenwicklern und Money hier und ach und Champagner, bla 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 bla, ne? So, finde ich eine ganz coole Idee, weil es ist natürlich ein relativ simples Shooting, aber ich finde, dafür ist es eigentlich ganz cool gewesen. Man muss jetzt natürlich sagen, das Shooting ist schon dafür da gewesen, dass man am Ende des Tages ein Foto hat und das Foto wurde irgendwie auch bewertet, auch wenn es mir ehrlich gesagt schwer gefallen ist, in dieser Folge mich so ein bisschen auf die Leistung zu konzentrieren, weil ja dieses Fotoshooting gleichzeitig dazu genutzt wurde, um die Kandidatinnen zu überraschen. Bedeutet, es gab 2 Balkone, einmal da, wo die Kandidatinnen waren, einmal da, wo die Familie war. Und dann kam immer eine einzeln dran und sie wurde dort in der Regel, jede Kandidatin, vom Freund, von der Mutter, von der Tante oder weiß ich nicht, von der besten Freundin überrascht, die dann halt plötzlich eben im Hintergrund im Bild standen und dann meistens entdeckt wurden, nachdem halt Heidi Klum gesagt hat, guck doch mal auf dem Bildschirm, ob dir das Bild gefällt, und die dann so, oh mein Gott, da ist jemand, den ich kenne, so, ne? Das war Sinn der Sache. Insofern hat man das miteinander verknüpft und ich fand das sehr, sehr, sehr cool. Und wie gesagt, ich fand es mega spannend und ich habe eigentlich immer nur darauf geguckt, oh Gott, wann kommen die Familien, wann kommen die Freunde, wer auch immer. Und deswegen habe ich gar nicht so krass, glaube ich, drauf geachtet, wie die sich anstellen bei dem Fotoshooting. Wobei mir natürlich schon aufgefallen ist, dass sich jetzt Nina zum Beispiel relativ schwer getan hat bei dem Shooting. Also das ist mir schon aufgefallen. Und ich habe natürlich auch gesehen, dass zum Beispiel Mirella schon in ihrer Rolle war, als sie nur ans Set gekommen ist. Ja, also solche Details sind mir schon aufgefallen. Aber ich war einfach nur Feuer und Flamme
bekomme von diesen ganzen Überraschungen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich auch so ein paar Tränchen im Auge hatte. Und die große Überraschung war ja dann auch die, dass die Familien und Freunde die Woche, ganz bewusst die Woche bleiben durften. Und genau, deswegen sind die Kandidatinnen quasi auch in dieses Gebäude eingezogen, weil die dann natürlich dort gewohnt haben mit ihren Family und Friends für diese Zeit. Fand ich sehr spannend, fand ich sehr cool, auch danach nochmal so diese privaten Gespräche, einfach so diese Leute auch einfach mal kennenzulernen, zum Beispiel der Freund von Katja, ja. Den habe ich zum Beispiel als sehr zurückhaltend empfunden. Oder die Mutter von Mirella, die wirklich einfach eine sehr emotionale Bindung mit ihrer Tochter hat, ja. Oder auch die Freundin von Nicole oder auch zum Beispiel Nina, die ja bei Instagram auch immer ganz stolz von ihrem Verlobten spricht, was ich super cute finde. Und dann aber dort zum Beispiel einfach sehr verhalten war, als der Verlobte gekommen ist. Einfach weil sie, glaube ich, so ist, so vom Typ her, ne. Oder von Vivian, die Mama, die da war. Also das waren alles so total interessante Charaktere, worauf ich mich gefreut habe. Oder natürlich nicht zu vergessen, die Freundin, war von Somaya, ne? Die war doch bei Too Hard to Handle, aber das hatten wir alles schon geklärt, glaube ich, als wir diese ganzen Telefonate gesehen haben, diese Videocalls in meiner Vergangenheit. Also es war auf jeden Fall sehr rund, hat mir gut gefallen und ich gucke mal meine Notizen, was ich mir noch aufgeschrieben habe von dieser Folge. Also es hat ja schon super viel Raum eingenommen. Und dann ist es ja eigentlich so gewesen, genau, dann ging es ja schon Richtung Richtung Entscheidung, also Richtung Walk, besser gesagt. Ja, zwischendrin haben die dann noch den Abend zusammen verbracht in diesem Penthouse und dann haben Katja zum Beispiel noch einen Brief bekommen und dann Anna-Maria hat Fotos von ihrem Jeffrey bekommen. Habe ich schon erwähnt, dass ich sie beide als Paar wunderschön finde? Wenn nicht, erwähne ich es an dieser Stelle nochmal. Und dann, genau, ging es zur Entscheidungslocation, wo dann dieser Walk stattfand. Also erstmal Gastjuror und ich habe irgendwie ein Problem mit dem Namen. Ich weiß gar nicht warum, obwohl der Name so einfach ist, ja. Sofia Vergara, ja. Ist eine Schauspielerin von Modern Family. Ich weiß, es ist eine mega erfolgreiche Serie gewesen. Ich habe, glaube ich, ich habe es dann mit der ersten Staffel versucht, aber es war irgendwie nicht mein Ding, ne. Also ich bin aber auch nicht so ein Sitcom-Fan, aber ich weiß, dass es eine mega erfolgreiche Sendung ist. Ich weiß, dass sie sehr close mit Heidi Klum ist. Beide sitzen auch zusammen in der Jury von America's Got Talent und ich fand es auf jeden Fall mega cool, dass sie da war, weil, keine Ahnung, obwohl ich die Serie noch nie so wirklich groß verfolgt habe, weiß ich natürlich, wer sie ist und finde sie als Person irgendwie auch total interessant und finde es auch wirklich geil, dass sie einfach da war. Und daran merkt man auch einfach wirklich nochmal, was Heidi Klum durch ihre internationale Bekanntheit für eine Macht in Anführungsstrichen hat an Gastjuroren, die dort stattfinden. Ja, also das muss man erstmal schaffen. Sie ist so gut vernetzt, sie ist so gut befreundet mit vielen, dass die auch wirklich alle in diese Show kamen. Und man hat ja auch gesehen, wie die Kandidatinnen überrascht waren. Ne? Also die haben sich auch mega gefreut. Gerade so Anna-Maria war ja wirklich aus dem Häuschen. Und ich finde, die Sophia hat irgendwie auch, weiß ich nicht, so richtig Pep mit reingebracht, die hat sich ja auch selber gefreut, sie hat auch diese Aufgabe selber nochmal probiert, also es war ja dann so, dass quasi der Walk in diesem, also es war zwar im Freien, aber das war wie so ein Festsaal im Freien, wo die ganzen Familien halt so saßen an Tischen, ja, als wenn sie gerade so ein Dinner bekommen und die Models hatten ja so, ja, wie so ein riesen Kleid an, womit sie halt so durchlaufen mussten. Und es war schon so ein bisschen tricky, weil das halt so groß war, dass du halt in der Regel so zwischen zwei Tischen hängen geblieben bist, wenn du Pech hattest oder dass es schwer war, um die Ecke zu kommen. Also es war super viel Volumen, ja. Und die Sophia hat das ja zum Beispiel auch ausprobiert. Gut, die hat es ein bisschen mit Humor genommen, aber da hat man auch einfach nochmal gesehen, dass diese Aufgabe auch gar nicht so einfach war. Und das hat mir zum Beispiel auch mega gut gefallen. Ich fand diese Location mega cool. Ich fand das mega cool, dass die Familien da waren und zugucken konnten. Und ich fand auch diesen Walk an sich cool, weil das für mich irgendwie genau das so vermischt hat, was ich mir irgendwie wieder mal gewünscht habe. Es war auf der einen Seite klassisch, aber auch nicht klassisch langweilig, weil irgendwie eine Herausforderung dabei war, wo man sich aber so dachte, so ja, okay, ist jetzt nicht so weit hergeholt. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen Walks weit hergeholt waren, weil wir haben ja auch schon im Talk mit Kilian festgestellt, dass es auf jeden Fall in der Regel Walks sind, die schon bei einem Designer stattfinden können. Natürlich ist das nicht die Regel, aber es kann auf jeden Fall stattfinden. Aber es war ja irgendwann so geballt, dass ich gesagt habe, ich würde mir wünschen, dass einfach mal wieder ein normaler Walk kommen würde. Und ich finde, das ging für mich so in die Richtung normal, ja. Und der Witz an dieser Sache ist, dass mir die Folge insofern gefallen hat, weil eigentlich könnte man ja jetzt so sagen, die Folge hatte gar nicht so viele Elemente, ja. Sie hatte nicht viel mehr Elemente als jetzt die anderen Folgen. Ich meine, es gab dieses Shooting und es gab diesen Walk und zwischendrin kamen halt Freunde und Familie vorbei. Aber irgendwie hat sich das gut erzählt. Es hat sich gut ineinander eingefügt und es hat sich so gut ineinander eingefügt, dass ich selbst nicht mal bei der Entscheidung oder besser gesagt beim Walk da am Ende das Gefühl hatte, dass es sich jetzt irgendwie so ein bisschen wie Kaugummi zieht. Und das hat mir ganz gut gefallen. Bei der Entscheidung muss ich sagen, dass es dann Nina getroffen hat und ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass es für viele
überraschend war. Also ich muss sagen, ich kann das ganz schlecht einschätzen. Also ich glaube, wenn Nina diesen Job bei Kilian Kerner nicht bekommen hätte, wäre sie wahrscheinlich schon vorher oder spätestens in der Folge oder ja, rausgeflogen, denke ich jetzt mal. Ich glaube, jetzt im Nachhinein, wenn ich das alles so sehe, ich kann das natürlich schlecht beurteilen, aber von dem, was ich im Fernsehen sehe, hatte ich einfach das Gefühl, dass die Leistung von Nina so ein bisschen, weiß ich nicht, so immer so ist. Es ist sehr, sehr durchschnittlich. Es ist nicht mega schlecht. Okay, manchmal schon, beim Bellowalk zum Beispiel, aber sie ist jetzt auch nie die Überfliegerin gewesen. Und eigentlich habe ich mich total gefreut, dass sie diesen Job bekommen hat. Und jetzt sagt ihr wahrscheinlich so, ja, aber du warst ja damals dabei. Genau, ich war damals dabei, als sie diesen Job bekommen hat bei den Dreharbeiten. Aber ich wusste ja nicht, wie ist denn ihre Leistung? Ich hatte schon das Gefühl bei dem Casting, weil da ja einige Sachen nicht funktioniert haben, ihr erinnert euch, dass sie jetzt sicherlich nicht zu einer der Besten gehört. Aber mehr wusste ich nicht. Das heißt, ich war mega gespannt, einfach zu sehen, wie diese Reise vorher war und natürlich auch, wie die Reise danach ist. Und ich habe irgendwie gehofft, dass dieser Job bei Kilian so, wie soll ich denn das sagen, einfach so was bei ihr verändert hat, dass es wirklich so Peng macht und dass sie so piu, nach oben schießt und das einfach irgendwie rausholen kann, weil ich fand die ja toll, das habe ich ja schon beim Casting gesagt, die stand da und ich dachte so, boah, krass, hoffentlich kann die laufen, konnte sie dann leider nicht so gut, hat sie in der Show natürlich dann perfekt gemacht, aber wisst ihr, was ich meine, das war wirklich eine Kandidatin von Anfang an, also als ich sie das erste Mal gesehen habe, wo ich so dachte, wow, die Frau hat was, die ist toll, die hat Potenzial und deswegen finde ich es schade, dass es dann jetzt irgendwie doch vorbei ist, berechtigterweise muss man sagen, weil sie halt, ja, ich sag mal, leider nicht so viel aus ihrem Talent gemacht hat. Ich meine, Folge 13, war es 13? Ja, ne? 13 Folgen. Ist natürlich eine Mega-Leistung, soweit muss man erstmal kommen, auch wenn sie jetzt knapp den Einzug in die Top 10 verpasst hat, was natürlich für sie sehr ärgerlich ist. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr schade, aber ist vielleicht okay für sie, denn dann kann sie gleich mit ihrem Freund zurückfliegen. Was jetzt nicht heißt, dass sie mega froh ist, dass sie raus ist. Ich glaube, sie wäre schon auf jeden Fall länger gern dabei geblieben. Aber ich glaube, in so einer Situation, ja, gibt es Schlimmeres, wenn man gleich vom Freund, oh, Entschuldigung, vom Verlobten aufgefangen wird und ja, dann so nach Hause fliegt. Auf jeden Fall schade um sie. Vorschau für nächste Folge, muss ich sagen, fand ich spannend, fand ich cool. War natürlich wieder so ein bisschen extravaganter, was man so gesehen hat, von den Looks her. Shooting, Christian Schuller, liebe ich einfach, ja, muss ich sagen. Und ich finde es auch cool, dass es wieder ein Shooting gibt. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, sah sehr vielversprechend aus. Und ja, jetzt seid ihr dran, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ihr könnt die Instagram-Livestreams gerne noch nachgucken. Die bleiben immer bis Sonntag. Ja, sozusagen im Programm. Danach werden die archiviert. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt es mir in die Kommentare. Gebt mir super gern einen Daumen nach oben. Und dann verabschiede ich mich für diesen Moment. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.